Tag Nummer 3 auf der CMT 2024 in Stuttgart. Jetzt sind wir auf dem Stand von X-Pool angekommen. Ein alter Bekannter ist mit uns dabei, der Heiko. Grüß dich. Ja, servus. Servus. Hi. Hallo. Und du hast uns in Düsseldorf schon gesagt, also vor 5 Monaten ungefähr, hast du schon angekündigt, ihr werdet hier in Stuttgart vielleicht etwas Neues dabei haben, wenn ihr es schafft. Und wie es aussieht, habt ihr auch gut was geschafft. Ne? Wir haben hier den X-Pool X600, steht für 6-Meter-Fahrzeug. Genau. Typisch auf Mercedes-Chassis. Und ja, Heiko, zeig mal, was habt ihr denn da geschafft bisher? Ja, also wir haben es jetzt tatsächlich erstmal von außen geschafft. Von innen haben wir jetzt noch nichts, haben nur einen ganz grob Entwurf drin. Mhm. Aber von außen ist er fertig. Also wir haben ein X-Bull Baby, sage ich immer, gemacht. Das heißt, der ist auf 6 Meter und H1. Also der wirkt deutlich kürzer, kompakter. Und wir greifen da so ein bisschen mehr schon in die Richtung, dass man schon auch für den einen oder anderen stärkeren Offroad-Einsatz nutzen kann, das Fahrzeug. Und wir haben ein Konzept, wo man von bis zu 5 Personen eigentlich gut drin damit fahren kann. Ja. Das Erste, was wir jetzt in Deutschland, das erste, ich sag mal, Klappdach oder Schlafdach auf einen 6-Meter-Sprinter, 6-Meter H1-Sprinter. Für H2 gibt es die natürlich, aber ja. Für einen H1 ist es der erste. Habt ihr das selber gebaut, das Dach? Haben wir eine Kooperation mit einer Firma, die uns das für uns gebaut hat. Okay. Dann sehr auffällig die Lichtleiste hier vorne, die Scheinwerfer. Ja. Und wir haben ja vorhin schon im Vorgespräch gesagt, das ist gleichzeitig auch so eine Art Astabweiser so ein bisschen und soll auch, ich glaube, dem Ganzen das Design verstärken auch. Genau, ne? Also ja. Wir verstärken damit natürlich das Offroad-Design und wir lehnen uns natürlich an einem X-Bull an, dass man, wir haben da immer eigentlich Dachträger drauf und der ist auch so gemacht, dass wir entweder diese 6 Rundlampen reinkriegen oder 2 LED-Bars. Und man sieht auch, wenn man den großen Sprinter sieht, das ist eine Formsprache und eine Designsprache, die wir da wiederholen. Ja. Vorne auch die 2 Lichter, obligatorisch. Ja. Genau. Und die darf man aber während der Fahrt wahrscheinlich nicht an, oder das X darf schon leuchten, das oder? X darf leuchten als, als Tagfahrlicht und die anderen sind natürlich tatsächlich nur im Offroad-Bereich dann einsetzbar, weil sie einfach sonst zu hell werden. Dann habt ihr vorne und hinten höher gelegt, oder? Genau. Also der ist jetzt speziell nochmal 40 mm vorne höher gelegt und hinten auch. Jetzt haben wir hinten, bei dem haben wir hinten nur eine Blattfeder drin, damit er tatsächlich ein bisschen weicher wird. Auch bei den kurzen brauchen wir das nicht unbedingt. Aber wir haben hinten ein Luftpaket drin. Mhm. Wir können dann praktisch auch hinten hochpumpen und auf die Höhe pumpen, wo wir ihn dann brauchen. Ja. Oder je nachdem, wie die Beladung ist, können wir den dann hinten auch. Das haben wir von dem 47er Sprinter übernommen, weil das einfach da sehr gut funktioniert hat. Halt hier nur mit 2 Blattfedern, also ein bisschen weicher das Ganze abgestimmt. Ja. Und wie viel Zentimeter kann man da rausholen oder Millimeter? Ja, also man kann jetzt so ca. 8 Zentimeter hinten, könnte man den jetzt noch hochpumpen. Ja, und auf jeder Seite, wie man will, oder? Links, rechts? Nee, es geht dann praktisch nur auf Achsweise. Ah, ja. Also, aber es geht auch nur auf der Hinterachse. Also wir kriegen es tatsächlich, die Zusatzluftfeder ist eine Zusatzluftfeder und die geht nur auf der Hinterachse. Also hinten kann man hoch und runter, und aber links, rechts, das links, rechts geht nicht einzeln. Geht nicht alles einzeln. Dann schauen wir hier weiter. Ja. Denn, überall sieht man X-Pool, auch, wo habe ich es gesehen, hier auch? Ja, genau. Ganz fein. So ganz dezent in der 2. Ebene foliert, genau. Schaut sehr schön aus. Ja, so. Beklebung ist wie immer sehr schön. Ja, so ein bisschen der Wiedererkennungswert. Man erkennt natürlich das Auto sofort, auch die Fensterbänder und so weiter. Das haben wir jetzt mal so gemacht, wie man es auch vom Großen kennt, dass man tatsächlich erkennt, das ist ein X-Pool. Ja? Das ist die gleiche Formsprache. Und auch alle Anbauteile, wenn wir jetzt mal nach hinten gucken, passen auch an das Auto. Alle Anbauteile dran, die wir an einem 47er haben, passen auch hier. Also das ganze Paket ist ein Baukastensystem und passt überall. Okay. Selbst die Rathausverbreiterung, die wir hier haben, auch die können wir für das Auto nehmen. Mhm. Ist das ein 6-Meter-Fahrzeug, ja? Ja, genau. Wie schaut es aus mit der Höhe? Wie hoch ist es denn? 2,60. Wenn das Dach geschlossen ist, sind wir ungefähr bei 2,60 Meter, 2,65 Meter, je nachdem, was man jetzt an Höhe nach unten drunter packt, also wie hoch wir ihn entsprechend legen. Da sind wir bei 2,60, zwischen 2,60 und 2,70. Ja, okay. Es ist mir da noch was aufgefallen. Das schaut ja aus wie bei einer G-Klasse. Das schaut ja cool aus. Das Blinkerschutzgitter, ja, da haben wir ein neues gemacht. Das ist eigentlich ziemlich cool geworden, weil bei dem muss man nicht mehr bohren. Man nimmt im Prinzip tatsächlich nur die Einheit vom Blinker raus, steckt es dahinter und schraubt es dann wieder fest. Also das haben wir eine Lösung ohne Bohren geschaffen, die eigentlich genau die gleiche Funktion hat. Schaut cool aus. Ja, dann wollen wir nach hinten gucken. Übrigens, eine Sache kann ich dir nochmal zeigen. Ja, gerne. Schau mal hier rüber. Wir haben ja immer das Problem bei einem Auto, wenn man breitere Räder drauf hat, dass die Schiebetür nicht weit genug rauskommt. Und wenn du jetzt hier mal da genau hinguckst, sieht man, dass das hier
ein Keil ist, der die Schiebetür entsprechend ausstellt. Also wenn sie auffährt, stellt dieser Keil die Schiebetür auf. Okay. Ich mache jetzt mal hier vorsichtig auf, dann siehst du das eigentlich. Entscheidend ist es ja immer, was entsteht jetzt hier für einen Platz. Und normalerweise würde jetzt die Tür hier fast schon anliegen. Ja. Und wir haben jetzt hier, ich sag mal so groß, 5 bis 6 Zentimeter nochmal gewonnen. Also wenn du jetzt hier auch im ganz geöffneten Zustand, kannst du hier immer noch super durchgucken, ohne dass die Schiebetür am Rad schleift. Ist natürlich auch ganz cool, wenn man eine seitliche Backen jetzt dran macht, also ein paar Flares dran macht. Auch dann hat man entsprechend mehr Möglichkeit oder mehr Tiefe für einen Flair. Das habt ihr also einfach hier angebaut, hier hingeschraubt? Und ja, das sieht sehr trivial aus, ja. Der Keil. Ist er aber nicht, wenn man das Teil sich anguckt. Das ist in allen Richtungen, da ist keine gerade Kante dran. Ne? Also ihr habt viel rumgebastelt? Ja, haben wir viel rumgebastelt. Also wir haben, ich glaube, 5 Versuche gebraucht, okay. Bis er auf dem Stand ist, wie er jetzt ist. Alles klar. Ist schon abgeschlossen oder wird da noch was passieren? Nö, das passt jetzt. Passt jetzt? Jetzt geht dann Serie. Alles klar, super. Ja, dann wollten wir hinten noch mal gucken, oder? Weil du gesagt hast, genau. Das ist typisch. Wir können hinten noch mal gucken. Also hinten, cool, ja? Ganz klar, das ganz normale Setup dran. Mhm. Was jetzt hier noch mal neu ist, wir haben noch mal einen Wiederholungsgriff gemacht. Es gibt ja vielmals, dass man entweder ein Surfbrett oder was hier hinten dran hat oder vielleicht auch eine Box und der Griff dann so verbaut ist. Ja. Und damit man dann den aufmachen kann, haben wir jetzt hier so einen Wiederholungsgriff gemacht. Mhm, cool. Und damit kriegt man die ganz einfach auf, auch wenn das Heck hinten komplett bestückt ist. Mhm. So, und wenn wir jetzt hier mal reingucken, wir haben einen ganz provisorischen Ausbau. Das ist jetzt praktisch unsere Entwicklungsphase. Wir bauen das erstmal in Holz und gucken dann, und dann schlagen wir uns meistens immer so die Köpfe ein, wir machen es einen Zentimeter breiter, höher, bis wir endlich den Grundriss gefunden haben, der dann funktioniert. Darf ich mal fragen? Ja? Habt ihr euch eine Deadline gesetzt? Also 2024 wird schon fertig, oder? Ja, genau. Also das ist, die ersten Fahrzeuge wollen wir in viertes Quartal 2024 sollen die ersten Fahrzeuge uns rausholen. Sicher. Aber also wird dann knapp zur Caravan Salon? Du schaffst es bis dahin vielleicht? Caravan Salon werden wir vielleicht den ersten innen fertig haben, das ist unser Ziel. Ja. Aber ich sag mal, die ersten Fahrzeuge, also Bestellungen können wir dieses Jahr, wir nehmen 5 Bestellungen für dieses Jahr schon an. Okay. Und ja, jetzt müssen wir mal gucken, was jetzt auf der Messe da passiert. Ja, aber du hast uns selber auch in der Caravan Salon gesagt, ihr wollt euch eigentlich ungern selber so einen Druck machen, zeitlich. Ja, es muss gut werden. Ja, klar. Es muss gut werden, das ist uns wichtiger. Ja. Dann nehmen wir uns lieber noch mal 1 oder 2 Monate mehr Zeit, aber es muss einfach perfekt werden. Und hier kann man schon mal sehen, sehr gut sehen, Konzept, es soll viel Stauraum hinten geben. Genau. Das ist wichtig, ne? Genau, es ist so, man hat hinten ein Querbett jetzt drin. Bei diesem Grundriss, es gibt 2 Grundrissvarianten. Bei dem, wir haben einen Grundriss mit Bad, das ist der, den wir jetzt hier sehen. Da haben wir hinten ein Querbett drin. Und das, was jetzt hier unten entsteht, ist auch wieder die Garage. Wir haben immer die Philosophie, die Bikes müssen irgendwie rein. Und von daher werden wir jetzt auch eine Möglichkeit finden, wie wir hier mit Vorderrad zumindest raus die Fahrräder hier hinten reinkriegen. Also das ist immer unser Anspruch und den wollen wir auch hier entsprechend umsetzen. Wo ich nochmal hinweisen kann, was ziemlich cool geworden ist, dass wir das Dach oben auf der ganzen Länge geöffnet haben. Also wir haben nicht nur so einen kleinen Durchstieg, sondern das Dach ist auf der ganzen Länge und nahezu auf der ganzen Breite aufgeschnitten. Und damit hat man im ganzen Fahrzeug dann Stehhöhe. Mhm. Ja, also normalerweise ist ja 1,60, wenn er geschlossen ist. Und wenn man das Dach jetzt aufklappt, dann hat man in dem Bereich, wo man läuft, kommt grundsätzlich immer Stehhöhe. Ja. Und das ist eigentlich so der Mehrwert, den wir jetzt an dem das erste Mal einem Sprinter hier zeigen. Das hat in Deutschland aktuell noch keiner. Ja, Stehhöhe im Sprinter? Ja, in dem H1. Also in dem Jahr in dem H1, ja, gibt es noch nicht. Okay. Da haben wir lange recherchiert. Wir hatten mit mehreren Anlauf genommen, das Dach zu machen. Aber jetzt haben wir einen gefunden, der uns das für uns gebaut hat. Und dann gehen wir jetzt in eine Kooperation und bauen den Sprinter so in Serie. Sehr schön. Ja? Da sind wir doch gespannt, wie es aussieht, wenn es fertig ist dann. Ja. Sollen wir Seite noch mal kurz reinschauen? Ja, wir können das Seite noch mal reinschauen. Weil du hast die 2 Grundrisse ja, angesprochen, genau. Da kann man sie auch mal sehen. Ja, also wir haben es so gemacht, dass man, das sieht man noch ganz klar, klassisch die Trittstufe, die dann einfach rausfährt. Ja. Und hier sieht man jetzt den Ausbau, so wie wir ihn eigentlich für uns immer machen, wo wir dann uns das vorstellen können. Wir können ja mal reingehen, wenn du willst. Ja, gerne. Ja, mach dir. Genau. So. Also du siehst, wenn das Dach hochgeklappt ist, wir werden es nach vorne noch ein Stückchen erweitern, ja, den Ausschnitt. Das war mal mein Fehler. Aber man hat auf dem Bereich bis hier hinten
komplett Stehhöhe. Also du bist so geschätzt 1,85. Ja, genau, hier, gut geschätzt. 1,85, ja, 1,86, genau. Gut stehen und kochen zum Beispiel hier. Hier wird dann irgendwann mal die Küche sein. Genau, Küche ist schon mal so ganz leicht angedeutet. Hier die Höhe, wie man im Bett schlafen kann. Hinten haben wir noch ein Fenster. Darf ich fragen? Ja. Von der Breite her, welche Liegelänge hat man dann? Wir werden wahrscheinlich so auf 1,90, 1,95 kommen. Ah ja, doch. Dadurch, dass wir den Schiebetürkeil gemacht haben. Und gucken wir jetzt mal, ob wir eine Möglichkeit finden, dass wir hier auch eine Schlafbarke machen, die noch ein bisschen größer ist. Ja. Oder mit einem Partner eine bauen, die noch ein bisschen größer ist. Aber auf der anderen Seite wäre ja kein Problem. Auf der anderen Seite kann sie schon größer sein. Ja. Aber die Tiefe, die wir da haben, wollen wir gerne auch auf der Seite haben. Und dann gucken wir mal, müssen wir jetzt mal in Gespräche gehen. Okay. Wir haben da einen Hersteller, der die Seite baut, schon mit der Tiefe. Und mal gucken, ob er uns die für uns noch spiegelt, dass man auch auf der Seite. Dann hätten wir auch tatsächlich noch ein bisschen mehr Breite, als eigentlich aktuell in den Sprintern verfügbar ist. Ne? Mhm. Ja, die Schwierigkeit bei dem Grundriss ist, dass man im Bad reinkriegt, was auch funktionieren muss, wenn das Dach zu ist. Ja? Ja. Also wenn das Dach zu ist, ist ja das die Höhe. Und es wird so sein, dass man sich dann sozusagen in das Bad reinducken muss. Aber dann, wenn man drin ist, hat man eine vollwertige Toilette und man hat eine Dusche. Ne? Wir werden überlegen, ob wir das nach oben noch zumachen. Dann könnte das hier sozusagen immer mit aufgezogen werden, wenn das Dach auf und zugeklappt wird. Dann würde hier oben das aufklappen. Oder ob man es einfach auflässt, wenn man zu zweit unterwegs ist, kann man sich überlegen. Ja. Entweder ich mache das jetzt oben mit dem Falkenbalken mit und nutze den Balken mit, oder ich lasse es einfach offen. Ja, auf jeden Fall ist es ein abgeschlossener Raum. Bin ich gespannt, ja, da müsst ihr irgendwas tüfteln, ne, damit das irgendwie funktioniert. Genau, das ist so die Schwierigkeit, vor der wir jetzt, die wir eigentlich lösen wollen. Das haben wir uns jetzt mal wieder als Hausaufgabe gegeben und ich denke, da finden wir auch eine ganz coole Lösung. Und das ist auch wieder was es noch nicht gibt. Und ja, wir suchen so ein bisschen immer die Nischen. Ja. So, mal ganz kurz rein. Ja, man darf gespannt sein. Ja, ich bin echt gespannt, was da ist. Ja, genau. Jetzt siehst du hier zum Beispiel, ist jetzt mal eine Ogo drin, dass man die Platzverhältnisse mal sieht. Mhm. Ja, also das ist die Ogo. Und auch wenn man jetzt hier drinnen steht, hat man eigentlich noch genug Platz. Wir kriegen ja schön noch eine Duschlösung hin. Also ich sag mal, für einen 6 Meter Sprinter H1 mit Bad, das gibt es nicht. Ja, noch nicht. Und das ist eigentlich so die Herausforderung, die wir jetzt gekriegt haben. Wir hatten eigentlich erst gedacht, wir bauen tatsächlich den original VW-Bus-Grundriss, wie man ihn kennt. Küche auf einer Seite und auf der Seite Schienen, dass man Dreiersitzbank, Einzelsitze und so weiter machen kann. Aber wir wurden immer wieder gefragt, Mensch, überlegt euch, wollt ihr nicht ein Bad mit reinbringen? Und ja, der Aufgabe haben wir uns jetzt gestellt. Hier sieht man mal den Grundriss. Das ist so, wie man jetzt bauen wollen, hinten als Querschläfer, hier das Bad. Mhm. Die zwei Sitze werden ausziehbar sein, dass man noch ein bisschen mehr Sitzbreite kriegt, wenn man fährt. Küche kommt hier hin, wenn man wohnt, kann man sie zusammenschieben. Die zwei natürlich rumdrehbar, dann hat man hier vorne die Sitzgruppe, Küche und hinten das Bett und unten drunter entsprechend den Stauraum. Und du hast mir im Vorgespräch, glaube ich, noch gesagt, dass man die Küche dann auch separieren kann, dass man hier vorne das Teil rausnehmen könnte, dafür aber einen Sitz rein. Ganz genau. Also dieser Bereich von der Küche wird ein modularer Block werden, den man als Erweiterung von der Küche reinstellen kann. Oder man nimmt ihn raus und stellt einen dritten Sitz hier an die Stelle. Ja. Und dann hätte man ihn als Fünftürer und dann könnte das Auto auch super als Daily fahren, als Tagesfahrzeug mitnutzen. Ja. Weil er ist so schön kompakt und lässt sich so gut fahren. Da gibt es den einen oder anderen, der sagt, hey, den nutze ich auch jeden Tag. Ja. Und das war der eigentliche Grundriss, den wir eigentlich bisher im Plan hatten, dass wir sagen, wir machen die Küche auf die Fahrerseite, hinten dann einen hohen Schrank, eigentlich wie es VW-Bus, in einem VW-Bus ist oder in einer V-Klasse Marco Polo, sind ja auch die Grundrisse, der Standardgrundriss. Dann hat man hier Schieberschienen drunter, da kann man Einzelsitz drauf machen, eine Zweier-, eine Dreiersitzbank. Und hinten das Bett lässt sich dann entsprechend immer wieder zusammenschieben oder wickeln. Das ist auch ein schöner Grundriss, aber der hat halt kein Bad. Und wir stellen uns jetzt mal der Herausforderung, in den 6 Meter H1 noch ein Bad reinzukriegen, was auch funktioniert, wenn das Dach offen ist oder wenn das Dach zu ist. Aber dass ihr dann zwei Grundrisse anbietet, ist keine Option? Könnte durchaus sein, genau. Der ist natürlich ein bisschen aufwendiger zu bauen, mit Backen hinten dran und auch das Bad. Natürlich die Nasszelle ist ein bisschen schwieriger. Der wird wahrscheinlich einen Ticken teurer sein, aber wir könnten da sagen, wir könnten auch die anderen Grundrisse dann nochmal nachziehen. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass wir mit dem zuerst anfangen, was der schwerere zwar ist, aber eigentlich den größeren Mehrwert hat. Alles klar. So, Heiko, jetzt hast du gesagt, dass oben das Bett ist einmalig, das habt ihr einzige bisher auf dem ganzen Markt. Welche Liegefläche hat man da, Länge und Breite? Genau, also Breite 1,20 Meter Schlafbreite und Länge 2 Meter. Und unten kriegen wir 1,35 in etwa hin, mal 1,90 Meter.
1,95. Ja, so. Wird so sich noch zeigen. Also, ja, wir reizen das natürlich aus, was geht. Ne? Ja. Heiko, dann sind wir mal gespannt, ob wir in Düsseldorf was sehen können. Ja, genau. Und ich danke dir. Ja, cool. Woran? Danke dir auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Jawohl, mach's gut.